Yo, yo, willkommen, der zweite Tag. Für mich ist leider vorbei, war ein geiles Ding, aber ihr seid bei Fat MTV. Und deswegen dürft ihr einfach nicht abschalten, einfach mal reingucken. Zweiter Teil von den Hip-Hop Open 2001. Au, 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 die Flame, Nordi. Bei diesem ganzen Battle-Gedanke muss ich ganz erst mal sagen, ey, ich komme aus der Nordweststadt, das ist die Nummer 1, das ist mein Herz, ich liebe die über alles, ich komme aus Frankfurt am Main. Ist klar, dass ich repräsentiere, wo ich herkomme und natürlich auch in den Leuten stehe, die aus meiner Nachbarschaft kommen. Aber Sam zum Beispiel ist ein Freund von mir und andere Leute sind Freunde von mir. Und ich finde, ich persönlich oder wir damals hatten damals so als Asiatic Warriors ganz andere Feindbilder gehabt. Und ich glaube, diese Feindbilder mussten wieder eingenommen werden, weil ich habe jetzt irgendwie gelesen im Stern, dass irgendwie im Osten die rechte Szene einfach einen richtig großen Zuwachs hat irgendwie. Und da muss man sich mal wieder überlegen, ey, lass es doch einfach zusammen machen, weil im Grunde genommen, wenn man jetzt mal aus der Sicht von den Bullen bei uns im Revier sieht, irgendwie sind wir alle Kanaken, alle in einen Sack, alle mal draufschlagen, scheißegal. Oder halt auch in der Musik gibt's noch, gab es damals für mich zum Beispiel diese Hip-House-Tracks, habe ich echt damals, da bin ich ehrlich, da habe ich sogar gehatet, weil die haben mich einfach genervt, irgendwie so irgendeinen Rapper nehmen, bababa, über House-Rappen und so. Diese Leute gehen langsam weg und ich finde, es gibt wirklich genügend richtige Whack-Leute, mit denen man sich befassen kann, die man dann auch dissen kann. Aber ich finde so persönlich mein Ding, so lass uns gemeinsam gegen diesen wahren Feind kämpfen, so. Wie das bei Festivals funktioniert, weißt du, dass so viele Leute da sind und so viele Gruppen und es eigentlich trotzdem immer abgeht, ist mir eigentlich auch ein Rätsel, weil ich weiß nicht, ob denn die Leute, die das gerade cool finden, was auf der Bühne ist, dann nach vorne kommen und denen dann Support geben. Oder das ist auf jeden Fall echt, ich fand es heute durchweg, das Publikum hat echt super gerockt bei Cool Jets. Also ich habe natürlich das Hamburger Wetter wieder mitgebracht, so bei mir hat es angefangen zu nieseln und er hat dann auf jeden Fall so Thunder and Lightning und echt richtigen Regen mitgebracht, so. Und die Leute sind trotzdem da geblieben hier, ey. Und ich muss auf jeden Fall Props geben an alle Leute, die hier sauber machen müssen. Das ist auf jeden Fall der ätzendste Job hier heute, so. Ey, das ist echt ein Riesending hier gewesen. Auf jeden Fall Props auch an Strachi, so, weißt du, weil Strachi ist der derbste in Deutschland, weißt du, sowas hier so, das ist so geil, weißt du, egal wo man hinkommt, alle wissen Strachi, weißt du, wenn man hier nach Stuttgart kommt, als Künstler so, ist das tight, weißt du, er macht einem alles klar, so, also Peace an Strachi und die ganze Crew hier, alle Stuttgarter, ich weiß nicht, wer hier genau jetzt involviert war in die Organisation, aber es war auf jeden Fall the bomb, weil ich weiß, dass es schwer ist, so, wir haben das schon gesehen, es gab schon ein paar Festivals dieses Jahr und es werden noch welche kommen, ich bin auf jeden Fall auf den Splash gespannt, das wird auch eine große Sache so, aber das war für das Stuttgart-mäßig Burner. Okay, check das aus. Das hier ist der zweite Tag. Stuttgart Hip-Hop Open. Hier ist ziemlich laut. Hinter mir spielt Sammy Deluxe. Hier sind meine Jungs davor. Die waren gerade mit mir auf der Bühne. Yo, wir sind mit Afrop heute da. Zweiter Tag Stuttgart. Direkt mit Afrop und Fos. Collab, Bizzo. Richtig fett hier, Mann. Richtig fett. Ihr habt alle was verpasst zu Hause. Dafür, dass wir kein Konzept hatten. Ja? Weil ich hatte ja nur Gäste. Viele Gäste. Und so, die Niggas waren nicht mal da, verstehst du? Oder Ferris und so, verstehst du? Dafür war das ziemlich cool. Ich hatte auch gefragt, es sind ein paar Stuttgarter am Haus. Ganz wenige die Hand gestreckt. Aber ich sag dir, für mich ist egal, wo ich spiele. Weißt du, wenn die Leute cool sind, interessiert sind und das hören wollen, auch wenn sie es nicht hören wollen, ich spiele gerne überall. Überall. Und das ist ein Gerücht, dass Afrop nicht gerne im Osten spielt. Das stimmt nicht, Mann. Battle-Texte, das gehört dazu. Das ist auch Rap-Music. Das ist ganz normal. Ich komme auch aus Battle-Kontext. Ich bin früher auf die Freestyle-Battles gefahren. Frag die Leute. Ich und Tatwaffe und Specs und was weiß ich. Wir haben geburnt, wir haben uns gebattelt. Wir standen da, pa, pa, pa. Verstehst du? Also, ich kann auch battlen. Wenn ich battle, dann battle ich auch. Verstehst du? Aber ich mache halt das, weißt du? Ist cool. Ich habe auch ein paar Battle-Tracks auf meiner Platte. Verstehst du? Also ist nicht nur irgendwie hier über Schwarze in Deutschland und so, weißt du? In Sachen Battle-Texte kann ich nur sagen, viele Leute verwechseln manchmal harte Reime mit Battle-Texte. Also Battle-Texten im Sinn von, ja, der battelt ja nur oder der will ja nur Leute dissen so. Wir sind aus dem harten Umfeld und bringen das auf Papier. Und deswegen wird das, was ich lebe, immer hart verpackt sein. Und das heißt aber nicht gleich Battle-Text. Deswegen gibt es viele Leute, die den Scheiß so verwechseln und uns in so eine Schublade packen und denken, ach, von denen kommt ja nur Battle-Text und so. Man muss deswegen vor und zwischen den Zeilen lesen, damit man vielleicht genau einen Einblick bekommt von jemandem. Wir haben bis jetzt so eine EP rausgebracht. Das ist noch nicht so der große Einblick, aber auf jeden Fall auf unserem Album sind Niederlagen, Triumphe, einfach richtig persönliche Sachen von mir und mein Partner Chanel drauf und das ist auf jeden Fall echt. Und
in keiner Hinsicht Battle-Text-mäßig. Es ist einfach nur harte Zeilen, die wir gelebt haben. Wie mein Mann sagt, sobald man sollte einfach nur aufpassen, dass man immer sich selber bleibt und halt keine Sachen kickt, die irgendwie, wo man denkt, dass die Masse drauf steht. So. Und an der Stelle wollte ich nochmal grüßen Ventura Brothers aus Köln, weil die genau dasselbe Ding machen wie wir. Auf jeden Fall Peace sein. Was geht ab? Hier ist Curse direkt auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart. Unten drehen die Leute ab. Ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr nicht eh schon dabei wart. Das war super nice, der Auftritt war sehr nice. Also, ich habe halt, wie gesagt, dem Savas ein bisschen von seinem Programm klauen müssen, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und die Leute haben es wirklich gefeiert. Also, ich finde auch, es war okay. Also, man hat es vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass ich ein bisschen fertig war, aber ist schon okay, weil im Endeffekt zählt nicht, dass jedes Wort so ist, sondern die Laune zählt, die Energy, und die war auf jeden Fall da und es war sehr nice. Ich bin auch super überrascht, dass wirklich so viele Leute hier sind und dass die Stimmung super gut ist, schon nachmittags um zwei. Also nachmittags um zwei liege ich meistens noch im Bett. So. Und deswegen bin ich sehr begeistert, dass die Leute hier morgens um neun wirklich kommen und mein Handy mir runterfällt und kaputt geht. Das Album kommt am 1.10., am 1. Oktober, definitiv. Das heißt von innen nach außen. Und ich habe original gestern Abend den letzten Track fertig gemacht. Wir sind absolut fertig. 27 Songs fertig. Ich fliege morgen nach New York zum Mastern. Also ich bin total im so, weißt du, gestern noch Studio, dann Party, jetzt hier, morgen New York zum Mastern. Das Album ist fertig. Ich bin super zufrieden, ich freue mich. Und 1.10. Also eigentlich ist das Schönste immer, wenn man gerade dabei ist, irgendwas zu tun. Also wenn ich gerade mitten im Album drin bin oder gerade auf der Bühne stehe oder gerade auf Tour bin, wenn man mittendrin ist, das ist eigentlich das Schönste. Wenn man mit dem Album fertig ist, ist es so, es fällt einem ein Stein vom Herzen, aber man fällt erstmal in so eine Leere. So, was mache ich jetzt mit mir selbst? So. 10 Rap-Gesetze, los geht's. Hey. Yo, lass eure Arme oben bei dem Ding hier für mich, okay? Yo, Ich mache halt dasselbe Programm, was ich vor einem Jahr auch gemacht habe eigentlich, weil ich halt, ich drehe halt komplett von Vinyl auf und meine neuen Tracks habe ich halt schon auf DAT, aber ich habe sie noch nicht auf Platte und ich will erst damit auftreten, wenn ich sie wirklich auf Platte habe. Und ich freue mich schon porno-pervers extrem darauf, mit den neuen Sachen aufzutreten. Wir sind auch viel mehr auf Live angelegt, also viel mehr, ich lerne halt aus Auftritten, viel mehr, sind viel flowiger, die Beats sind krasser und es macht alles viel mehr, live auch viel mehr Sinn und ich freue mich echt drauf, mit den neuen Sachen aufzutreten. Also ich werde höchstwahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr auf der Bühne stehen und sagen, hey ho und so. Aber ich werde bestimmt noch mit Hip-Hop und Musik sehr viel machen. Aber ich hoffe halt zuallererst mal, dass ich eine schöne Frau heiraten werde und gesunde Kinder haben werde und das ist mir erstmal am wichtigsten. Ja, ich wünsche mir für das Hip-Hop Open 2002, dass wenigstens genauso viele Leute da sind, wie heute da waren. Props an die ganzen Leute, die da waren, damit es auch ein Hip-Hop Open 2003 gibt, okay? Ja, ein Auto, einen fetten Porsche, dann will ich ein fettes Haus mit einem Swimmingpool. Ey, nächstes Jahr sollte Nas auf jeden Fall spielen, das wäre die Bombe für alle, würde ich mal sagen, oder? Nas. Alles klar, was geht ab? Das war's jetzt von uns hier auf dem Hip-Hop Open für 2001 hier. Yeah. Mein Man Flo, mein Drummer hier, yeah. Melimeter, aktive Artisten. Double Pakt, Tim Extreme, Karibik Frank, Def Kev und hier massive Töne. Alles klar, vielen Dank an alle da draußen. Peace. MTV Fat, MTV.